Sorge und Ängste haben, aus gutem Grund überfordert sind. Aber das sind jene Menschen, die zu uns flüchten mussten und deren Flüchtlingshelfer. Warum werden diese Sorgen und Nöte ignoriert? Und was ehrenamtliche Flüchtlingshelfer angeht, keine tatkräftige Unterstützung angeboten. Von Fortbildungsprogrammen haben wir genug. Wir brauchen Mithilfe und viel mehr Unterstützung, auch in Bezug auf psychologische Fachkräfte, die unsere zum großen Teil traumatisierten Schützlinge dringend bräuchten. Viele von uns fühlen sich überfordert und ausgelaugt. Manche von uns aber, gerade unsere Flüchtlinge, müssen sich zudem mit Angriffen von Rassisten auseinandersetzen. Das, liebe Mitmenschen, das sind berechtigte Ängste. Und nun zu den haltlosen Ängsten, von welchen wir so manchen befreien können. Im Wechsel noch? Ja. Wenn sie dir erzählen, dass es dir schlecht geht wegen der Flüchtlinge, dann glaube ihnen nicht. Das ist eine Lüge. Sogar wenn es keinen einzigen Flüchtling in Deutschland gäbe, würde es den armen Menschen in diesem Land keinen Deut besser gehen. Denn es geht um die Verteilung von Einkommen und Vermögen. Wenn die superreichsten 10%, sogar 60% der Vermögenswerte besitzen, dann ist dies das Problem. Und diese Superreichen besitzen einen deutschen Pass und sind bestenfalls Steuerflüchtlinge, also jene Flüchtlinge, die uns wirklich etwas kosten. Wenn Sie dir erzählen, dass Flüchtlinge krimineller sind als Deutsche, dann glaube ich Ihnen nicht. Das ist eine Lüge. Die Kriminalstatistik ist ziemlich ungenau und wirft mehrere Gruppen in einen Topf. Schaut man genauer hin, dann zeigt sich, dass gerade die Kriegsflüchtlinge kaum kriminell auffällig sind, sondern vielmehr häufig Opfer von Straftaten, vor allem von ausländerfeindlichen Übergriffen. Wenn Sie dir erzählen, dass Flüchtlinge unsere Leitkultur bedrohen, dann glaube ihnen nicht, das ist eine Lüge. Unsere Leitkultur ist klar und eindeutig unser Grundgesetz. Und dieses Grundgesetz beinhaltet zum Beispiel den bemerkenswerten Artikel 1. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Dieser gilt für jeden Menschen in unserem Land, nicht nur für Menschen mit deutschem Pass. Artikel 3. Niemand darf wegen seines Geschlechts, Abstammung, Rasse, seiner Sprache, Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauung benachteiligt oder bevorzugt werden. All jene, die wegen Herkunft oder anderer Religion eines Menschen stigmatisieren oder gar aufhetzen, sind jene, die unsere Leitkultur zerstören. Nicht die Flüchtlinge, sondern rechte Hetzer bedrohen unsere Gemeinschaft. Wenn Sie erzählen, dass mit dem Gedanken an den Holocaust müsse jetzt mal gut sein, dann glaube ich Ihnen nicht, denn das ist eine Lüge. Die jetzige Generation trägt hier keine Schuld, aber es gibt eine besondere Verantwortung Deutschlands unter der Deutschen für dieses mit nicht zu vergleichenden monströsen Verbrechen. Dieser Verantwortung müssen wir uns weiter stellen. Da kann und darf es keinen Schlussstrich geben. Aus unserer Geschichte zu lernen bedeutet, eine Wiederholung unmöglich zu machen. Wenn Sie dir erzählen, das Boot Deutschland sei voll und wir könnten keine Flüchtlinge mehr aufnehmen, dann glaube Ihnen nicht, das ist eine Lüge. Jeden Menschen, wenn wir selbst Mensch bleiben wollen, ist Schutz zu gewähren. Dieser Grundsatz ist nicht nur in der UN-Charta für Menschenrechte festgelegt, sondern auch in der Genfer Flüchtlingskonvention. Menschlichkeit und Solidarität sind die Grundlagen einer humanen Gemeinschaft. Es kann kein Problem sein, wenn 400 Menschen 6 Menschen in Not aufnehmen. Genau das ist die Relation für unsere Situation in Deutschland. 80 Millionen Einwohner, 1,2 Millionen Flüchtlinge. Bei der unsachlichen Hetze gegen Flüchtlinge sollten wir die Realität im Auge behalten und keine Fiktionen. Viele Menschen in Deutschland sind betroffen und wütend und erschreckt, dass eine Partei wie die AfD mit solchen Lügen mit 13% Wählerinnenanteil in den Deutschen Bundestag einziehen konnte. Rassismus und Fremdenfeindlichkeit sind weder eine Haltung, noch eine Meinung, noch ein legitimes Kompensationsmittel, noch ein Recht. Rassismus und Fremdenfeindlichkeit sind ein Verbrechen. Das steht klar in der DNA unserer Gesellschaft, dem Grundgesetz. Diese Artikel sind jeder Einzelne ein Wert. Und Werte fordert man nicht ein, man lebt sie. Man ringt um sie, wenn sie bedroht werden. Genau deshalb stehen wir heute hier. Für unser Gewissen, mit unserem Herzen, gegen Rassismus. Danke. Erleben und hoffe, dass der extra Ordner uns auch ein bisschen hilft insgesamt bei dieser Kundgebung. Ansonsten, wir haben ja heute den 11.11., den Martinstag. Da ist es noch. Nämlich heute einen ungarisch-römischen Soldaten feiern, dass wir dann einen türkischen Bischof am 6.12. feiern, einen aramäischen Wanderprediger am 24.12., jüdische Hirten
am 25.12. und persisch-arabische Sterndeuter am 6.1. Das ist, glaube ich, nochmal sehr wichtig, dass man sich das in Erinnerung ruft, weil das sind sozusagen unsere christlichen Werte insgesamt. Und ich glaube, das sollte man nochmal sich auf der Zunge zergehen lassen. In der letzten Woche sind mir drei Listen untergekommen, die mich sehr zum Nachdenken gebracht haben. Die erste Liste im Internet zu finden, im Übrigen halt eben war eine Liste derer, die sich im Zusammenhang mit Hartz IV, mit ALG II zu Tode gekommen sind. Teilweise Selbstmord begangen haben, teilweise aus anderen Gründen in den Tod getrieben worden sind. Die zweite Liste, die ist in dieser Woche am 9.11., also am Tag der Judenpogrome, veröffentlicht worden vom Tagesspiegel in Berlin. Das war eine Liste mit insgesamt 33.293 Namen, die seit 1993 an den Außengrenzen Europas umgekommen sind. Geflüchtete, Asylbewerber und Ähnliches. Und die dritte Liste, die mir in der letzten Woche was zu denken gegeben hat, das war die Liste der sogenannten Paradise Papers. Ich weiß nicht, ob euch das so ein Begriff ist. Also diejenigen sehr Reichen in diesem Lande oder auch in anderen Ländern, die mit Steuersparmodelle sich Millionen von Steuern erspart haben. Und das war ja auch nicht das erste Mal, dass so, die sie eigentlich hätten zahlen müssen. Das insgesamt sind sozusagen drei Listen, die mir in der letzten Woche untergekommen sind. Was haben diese drei Listen miteinander zu tun? Auf den ersten Blick ja nicht so viel, auf den zweiten Blick meines Erachtens schon. Hab Mut auch nach dieser Bundestagswahl und hab Mut nach diesem Rechtsruck in der Gesellschaft insgesamt, denn diesen Mut werden wir brauchen. Wenn 13% der Bundesbürger die AfD gewählt haben, als rassistische, als in Teilen sogar neonazistische Partei, wenn 15% auch der Gewerkschaftsmitglieder AfD gewählt haben, dann müssen unsere Alarmglocken schrillen. Diese AfD steht nicht nur für Rassismus, sie steht auch für gnadenlosen Neoliberalismus, sie steht gegen unsere sozialen Errungenschaften, gegen unsere Werte als Gewerkschaft. Wenn Sie die faktische Abschaffung des Arbeitslosengeldes I dadurch fordert, indem sie künftig jedermann nur noch zu Jobcentern schicken will, wenn sie die faktische Abschaffung der Vermögenssteuer, die eh schon seit langem nicht mehr erhoben wird, wenn sie die Abschaffung der Erbschaftssteuer verlangt, dann ist das Neoliberalismus pur und nichts anderes. Wenn sie in Schulen Inklusion beenden will, das gemeinsame Miteinander von behinderten und nicht behinderten Kindern, dann ist das faktische Neoliberalismus. Wenn sie einer Leistungsgesellschaft das Wort redet, wenn sie in Betrieben die sogenannten Beauftragten, Sicherheitsbeauftragte, Ersthelfer und so weiter abschaffen will, dann ist das Neoliberalismus und nichts weiter. Ich kann aus diesem Programm, das ist tatsächlich alles im Grundsatzprogramm der AfD so nachzulesen, kann ich noch so weiter zitieren und noch weiter zitieren, das würde die Redezeit hier bei Weitem sprengen. Was wir hier haben, das ist eine rassistische Partei, das ist ein Schwenk nach ganz rechts außen, der in dieser Art und Weise deswegen noch nie da war in der Bundesrepublik, denn es ist ihnen eines gelungen, was bisher noch keiner Partei gelungen ist. Wir sind konfrontiert mit einer sozialen Bewegung von rechts. Das hat bisher die NPD nicht geschafft, das haben bisher die Republikaner nicht geschafft, das haben auch kleinere Parteien wie die Schill-Partei und so weiter bisher nicht geschafft. Aber wir haben heute leider eine soziale Bewegung von rechts, die weite Teile der Gesellschaft erfasst hat. Weite Teile der Gesellschaft heißt, wir erleben Sympathisanten, Fürsprecher der AfD von Rassismen bei uns in den Wirtschaften, am Stammtisch. Wir erleben sie im Kollegenkreis, wir erleben sie in der Nachbarschaft, wir erleben sie vielleicht sogar in der eigenen Familie und wissen nicht so recht, wie wir damit umgehen sollen. Habt Mut, stellt euch dem entgegen, denn es ist extrem wichtig in einer Zeit, in der die AfD jetzt nicht nur irgendwie mit 92 Abgeordneten im Bundestag ist, sondern jetzt auch über massive Mittel verfügt. Es sind nicht nur 12 Millionen Euro Parteienfinanzierung, die AfD Jahr für Jahr jetzt ab sofort erhalten wird, sondern es sind insgesamt, wenn man die Abgeordneten, Mitarbeiter dazu rechnet, insgesamt 600 Menschen in diesem Land, die für die AfD arbeiten werden. 600 Menschen, jetzt überlegt euch mal, was das bedeutet, wenn einer von euch für seine Ziele 600 Menschen zur Verfügung hätte, 600 Arbeitskräfte und 12 Millionen Euro jährlich. Damit lässt sich die Republik verändern, wenn wir nicht dagegenhalten. Und ich denke in letzter Zeit immer häufiger über ein Zitat
von Bert, nicht von Bert Brecht, Entschuldigung, von Erich Kästner nach. Erich Kästner hat 1958 auf dem PEN-Kongress gesagt, der späteste Zeitpunkt, an dem die Ereignisse zwischen 1933 und 1945 verhindert hätten werden können, der war 1928. Ich frage mich, wann ist 1928? Ist das auch wieder heute? Oder lässt sich die Zeit tatsächlich überhaupt nicht vergleichen? Ist diese Gesellschaft tatsächlich so stark, dass sie eine Wiederholung dieser Ereignisse völlig ausschließen kann? Und in diesem Sinne möchte auch ich mit einem Zitat schließen. Das ist der Epilog von, die war tatsächlich Bert Brecht, aus der Legende des Arturo Uhi. Das ist eine szenische Aufarbeitung des Aufstiegs von Hitler. Heißt auch, der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Uhi. Und der Epilog, zu ganz zum Schluss, lautet: Ihr aber lernet, wie man sieht, statt stiert, und handelt, statt zu reden, noch und noch. So etwas hätte einmal fast die Welt regiert. Die Völker wurden seiner Herr, jedoch lassen wir da keiner zu früh triumphiert. Der Schoß ist fruchtbar noch, auch dem das Koch. In dem Sinn, habt Mut und haltet dagegen. Vielen Dank. So, jetzt darf ich den Herrn Göder, den Sprecher der lokalen Allianz gegen Rechtsextremismus, begrüßen. Ja, als Sprecher der lokalen Allianz gegen Rechtsextremismus, Ansbach und Stadt und Landkreis, stehe ich hier, denke ich, an der richtigen Stelle. In unseren Tagen werden viele wohl ob der täglichen Informationsfluten orientierungslos. Sie flüchten in ihre kleinen, eigenen, abgeschlossenen Welten, kleine Welten, in denen Selbstmitleid die Oberhand hat, in denen der Überblick über die Probleme dieser unseren globalen Welt reduziert wird auf wenige Schlagworte. Da passen dann keine Fremden in die Umgebung. Da sind Stellungnahmen aus anderen Gesichtspunkten unerwünscht oder werden verbogen. Manchmal so weit, dass unsere Sprache mehrdeutig wird. Beispielhaft ist da der Begriff Gutmensch. Eine eigentlich positiv besetzte Vokabel, die verhunzt und verdreht wird. Mit ihr werden Menschen bezeichnet und lächerlich gemacht, die doch nur das tun, was Mitmenschlichkeit, Respekt und notwendige Fürsorge für den Schwächeren, Ärmeren verlangen. Heute, am Martinstag, wie schon erwähnt ist, ist das besonders einzufordern. Wir haben genug. Wir leben im Überfluss, wohin man schaut. Es schadet uns nicht, wenn wir den uns schützenden Mantel teilen. Neid und Missgunst laufen bei unserem derzeitigen Lebensstandard in die Leere. Den wirklich Armen, die die Abfallkörbe nach Brauchbarem durchsuchen, denen könnte problemlos geholfen werden. Dazu braucht es nur einen politischen Willen. Damit unsere Gesellschaft so wohlhabend auch in Zukunft bleiben kann, braucht es allerdings politische Schritte hin zu einer gerechten Welt. Zu einem Ausgleich zwischen Reich und Arm, nicht nur hier in diesem Land, sondern auch zwischen der reichen westlichen Welt und den armen Ländern der sogenannten Dritten Welt. Zur Vorsorge für eine heile Welt, in der auch unsere Enkelkinder leben können, ohne uns den Vorwurf zu machen, wir hätten nichts getan, außer ihnen ungelöste Probleme zu hinterlassen. Zu einer regierbaren Welt, in der sich nicht die Mächtigen bekriegen, sondern sich verständigen zum Wohl der Menschen. Zu einer regierbaren Welt, in der globalen Konzernen auch internationale Regierungen gegenüberstehen, sie zu kontrollieren, damit sie transparent, ehrlich, umwelt- und steuergerecht geführt werden können. Wir brauchen demokratische Umgangsformen, wie Diskussionen unter uns mit dem Willen, alle anderen Meinungsäußerungen zu respektieren, sicherlich manchmal wohl auch nur zu ertragen. Jegliche Gewalt, sei es in Familien und auf unseren Straßen hier in Ansbach, bis hin zu den kaum mehr in der Presse verbreiteten Anschlägen auf Flüchtlinge und ihre Heime in diesem Land, darf nicht immer irgendwie entschuldigt werden, sondern muss geächtet und gerecht bestraft werden. Wir brauchen die Toleranz und den Respekt und wohl manchmal auch eine Selbstüberwindung,
die die im Grundgesetz postulierte Achtung der Menschenwürde ohne jede Ausnahme einfordert. Wir brauchen dazu einen sorgsamen Umgang mit dem, was uns direkt verbindet, nämlich mit unserer Sprache. Sie muss gepflegt werden. Beschimpfungen und Verunglimpfungen dürfen darin keinen Platz haben. Fürsorgliche Freundlichkeit gegenüber einem jeden ist allemal der richtige Weg, miteinander auszukommen, mit dem Nachbarn zu leben, egal ob er Fränkisch redt oder welchen Akzent auch immer, ob er hier geboren ist oder wo auch immer, ob seine Nase uns passt oder nicht. Es bleibt dabei, die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt und deshalb auch eines jeden Bürgers hier. Artikel 2 im Grundgesetz heißt, das deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt. Dafür lasst uns einstehen. Das bringt uns allen großen Gewinn. Das lohnt sich. Hallo, ich bin der Christian. Ich sage mich selbst an. Ich danke sehr, dass ich hier sprechen darf. Vielen Dank für die Einladung und ganz herzlichen Dank, lieber Herr Göde, für diese tollen Worte, denen eigentlich fast nichts mehr aus meiner Warte zumindest hinzuzufügen ist. Jetzt habe ich meine Rede schon geschrieben, jetzt muss ich sie auch halten und will sie auch gerne halten. Ich stehe hier für Respekt, viel in Ihrer Rede auch gerade der Begriff. Und darüber soll es bei mir so ein bisschen tatsächlich auch gehen. Ich möchte der Frage nachgehen, was macht den Menschen eigentlich zum Menschen? Der Mensch, der denkt über sich selber nach, sein Dasein auf dieser einen Welt. Er ist sich bewusst, dass sein Leben endlich ist und er hat zudem noch eine weitere entscheidende Fähigkeit. Er hat das Potenzial, sich in andere Menschen und Lebewesen hineinzuversetzen. Das empathische Verständnis, das Einfühlungsvermögen ist die Grundlage für Respekt, ist die Basis dafür, das Leben an sich zu schätzen. Dieses Verständnis lässt uns Menschen helfen, die in Not sind, motiviert uns, den Schwächeren unter die Arme zu greifen. Hier liegt auch die Grundlage für die Formulierung, wie wir sie in den ersten Paragraphen des Grundgesetzes finden oder noch unmissverständlicher in der UN-Menschenrechtscharta. Alle Menschen sind frei und gleich an Rechten geboren. Paragraph 1 und Paragraph 2 des Grundgesetzes sind nicht interpretierbar, sind nicht verhandelbar. Diese Erkenntnis haben wir uns durch unsere Geschichte erworben und mit unendlichem Leid und Tod teuer bezahlt und umso gewissenhafter müssen wir sie verteidigen und vorleben. Das Grundgesetz, das sich im zweiten Paragraph auf die unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechte stützt, ist die Grundlage unseres Selbstverständnisses. Das ist gleichermaßen der Richtwert für Bürger dieses Landes wie auch von jedem, der sich in unserem Land aufhält. Auch Hunden. Die Verlierer der mediatisierten, globalisierten Welt sind überall zu finden. Ob die Studentin aus Aleppo, der Mechaniker aus Asmara, der Hafenarbeiter aus Rostock oder die Pflegerin aus Elbersdorf. Neu ist nicht nur das Ausmaß an ökonomischer und gesellschaftlicher Ungleichheit, neu ist auch deren Offensichtlichkeit. Die Präsenz der Ungleichheit erfüllt eine Katalysatorfunktion. Heute haben wir uns versammelt, um gegen Rechtsextremismus und Rassismus und für Gerechtigkeit zu kämpfen. Andere auszugrenzen, dass sie eine andere Nationalität, Hautfarbe, Glauben oder Sexualität besitzen, ist unterstes Niveau und sollte eigentlich nicht vorkommen. Dennoch kommt dieser Fremdenhass und die Diskriminierung noch häufig vor und wird wieder mehr. Sollte die schlimme Vergangenheit Deutschlands uns nicht eine Lehre sein? Nie wieder Hass, nie wieder andere Menschen verachten, immer wegschauen? Nein, so darf es nie wieder vorkommen. Kein einziger sollte so denken. Dennoch haben wir wieder vermehrte rechte Bewegungen. Wir müssen lernen, hinzuschauen und zu handeln. Sollten im Alltag uns öfters einsetzen für andere Mitmenschen. Die westliche Politik war und ist uns oftmals kein gutes Vorbild. Es werden Grenzen, Obergrenzen und Mauern gefordert.
Wir wollen Menschen, die vor Leid und Elend geflohen sind, wieder abschieben. Wir sollten den Ländern, die auf Hilfe angewiesen sind, vor Ort helfen. Dennoch liefern die westlichen Länder, inklusive Deutschland, weiter Waffen in Krisengebieten. Auch Hunger wird immer häufiger zum Fluchtgrund. Es gibt 6 Länder mit akuter Hungersnot. Afrika leidet sehr darunter und unsere Freihandelsabkommen mit dem Kontinent, wird sich dieser kaum wirtschaftlich stärken können. Der Klimawandel wird natürlich auch für viel Leid sorgen in naher Zukunft. Aber wir machen trotzdem weiter wie bisher. Und dann wundern wir uns über Flüchtende. Wir sollten da schnell was ändern. Auch seit neuestem sitzt eine neue Partei im Deutschen Bundestag, welche nahezu täglich gegen geflohene Menschen hetzt und Ängste in der Bevölkerung schürt. Es ist die AfD, auch genannt Alternative für Deutschland, mit einem Fraktionsvorsitzenden Gauland. Gauland ist zum Beispiel der Auffassung, dass man stolz sein kann, was die deutschen Soldaten im Zweiten Weltkrieg geleistet haben. Was ist das denn bitte für eine Aussage? Auf 60 Millionen Tote, auf den Holocaust und auf die Massenmorde? Also diese Partei ist neoliberal und rechts. Ich persönlich schäme mich zutiefst für diese menschenverachtende Partei. Wir fragen uns oft, wie wir helfen sollen. Die Frage ist ganz leicht. Wir müssen klein anfangen, im eigenen Umfeld. Wir müssen hinschauen, statt wegschauen. Hört auf zu spotten, wenn alle spotten. Greif ein, wenn ihr Unrecht mitbekommt. Gemeinsam sind wir stark und dann können wir unseren Mitmenschen helfen. Macht den Mund auf und helft uns, gegen Rechtsextremismus zu kämpfen. Wir verbreiten die Liebe statt den Hass und belehren diejenigen, die damit nicht einverstanden sind. Wir wollen nur das Beste für die jetzige und nächste Generation. Wir sollen ehrlich sein und für eine gute Zukunft kämpfen. Ich freue mich zu sehen, dass heute trotz dem schlechten Wetter so viele gekommen sind, um gegen Hass und Gewalt zu demonstrieren. Menschsein bedeutet, für Mitmenschen einzutreten, um Mitgefühl und Liebe zu verbreiten. Helft eurem Gegenüber und verbreitet Liebe anstatt den Hass. Denn die Liebe begegnet uns tagtäglich. Wir lieben unsere Freunde, Mitmenschen, Familie. Die Liebe begleitet uns im Leben und über den Tod hinaus. Liebe ist das, was uns am Leben hält und uns jeden Tag überstehen lässt. Und dafür zu kämpfen ist es wert. Wer kämpft, der kann verlieren. Aber wer nicht kämpft, der hat schon verloren. Dankeschön für die Aufmerksamkeit. Dankeschön, lieber Milan, für die schönen Worte. Apropos Liebe, die liebe Schwester von Milan wird uns jetzt einen kleinen Liedbeitrag zusteuern. Danke. Hallo, ich bin die Ivana. Ich bin die Bruder von Milan. Ich bin die Schwester. Die Bruder bin ich nicht. Ich bin die Schwester von Milan. Und ich wurde heute spontan gefragt, ob ich ein Liedchen singen will. Und ich habe tatsächlich vor kurzer Zeit einen Flüchtling kennengelernt. Der war total nett zu mir und ich war total überrascht, wie er mit mir umgegangen ist, einfach total respektvoll. Und ich finde es einfach immer total schrecklich, wie die einfach angeschaut werden, wie die von Grund auf einfach total unwillkommen sind. Und das hat mich total zum Nachdenken gebracht, deswegen habe ich ein Lied für ihn geschrieben. Und er hat mir einfach erzählt, als er hergekommen ist, wurde er von allen schlecht angeschaut und wurde auch angespuckt teilweise. Und es ist einfach verdammt traurig, dass die wirklich so behandelt werden müssen. Und ich verstehe halt nicht, wie man so unmenschlich sein kann und so etwas einer anderen Person antun kann. Und deswegen hoffe ich jetzt, dass Ihnen mein Lied gefällt und dass Sie eventuell etwas davon lernen können. Und die Seite meiner Gitarre ist zufällig gesprungen, deswegen muss ich jetzt mit einer Ersatzgitarre klarkommen. Ob man die hört, weiß ich allerdings nicht. I was running to the train, so hurry, I can't explain. When I saw you standing there, suddenly I've realized you are not from here. You look so desperate, so alone, like you don't know where to go. You seem so lost, you seem so lost. And I said, hello stranger, I don't think you look like danger.
it's nice to meet you. Can't imagine where you've been through, but I can see it in your eyes all the time that you have cried. Close your eyes, imagine that everything would be alright. And he said, it's not that easy when you don't even know if your family's still alive. I can't get the memories out of my brain. Why, oh, why do I feel this pain? Do I really deserve this? Tell me, do I really deserve this? And I said, no stranger, you don't deserve this. I'm sure that you are worth it, 'cause everyone is. It is just like it is. And I said, hello stranger, I don't think you look like danger. It's nice to meet you, can't imagine where you've been through, but I can see it in your eyes all the time that you have cried, cried. People don't mind, people are so blind. They don't know what to do, so they change nothing. People are closing their eyes. I mean, it's not that child who cries. They just keep believing those lies for nothing. Goodbye, stranger. The world is a dangerous place. It was nice to meet you. Maybe I can see you again, my stranger friend, my stranger friend, my stranger friend, my stranger friend. Woo! Danke schön. Danke schön. Wunderschönes Lied, herzlichen Dank, Ivana. Also ich bin von der Linksjugend Solid und sag auch noch ein paar Worte. Die Welt ist im Moment von Hass erfüllt. Menschen müssen vor Krieg fliehen. Der Rechtsruck wird immer größer. Parteien hetzen gegen Menschen, die eigentlich ihre Hilfe brauchen. Und rassistische Angriffe und brennende Flüchtlingsheime werden immer häufiger. Diese Menschen, die fliehen, fliehen nicht ohne Grund. Niemand setzt sich leichtfertig in ein Boot, wissen, dass auf offener See der Tod droht. Niemand lässt alles zurück. Heimat, Besitz, Freunde, Verwandte und Kinder. Wer Asyl sucht, kämpft ums Überleben, weil im Herkunftsland Krieg herrscht, Verfolgung droht, Diskriminierung an der Tagesordnung steht oder die eigene Existenz in Gefahr ist. Europäische Regierungen haben sich an Kriegen beteiligt und durch Rüstungsexporte in Kriegs- und Krisengebiete Konflikte angeheizt. Wirtschaftliche Erpressung, Ausbeutung und Krieg sind gängige Mittel der deutschen Außenpolitik und führen dazu, dass Menschen überhaupt erst fliehen müssen. Viele Immigranten suchen nach einem besseren Ort zum Leben, für sich und ihre Familien. Wie oft haben sie dabei den Tod gefunden? Wie oft stoßen die Überlebenden dabei auf Unverständnis und Ablehnung statt auf Solidarität? Abschiebung bedeutet Obdachlosigkeit, Armut, Verfolgung, Diskriminierung und Tod. Ich schäme mich, wenn ich sehe, dass in Europa mehr Geld und Zeit darin investiert wird, Grenzen zu sichern, statt Menschenleben zu retten und sichere Fluchtmöglichkeiten zu schaffen. Und wenn mitten in unserer Gesellschaft gleich ganze Nationalitäten und Religionsgemeinschaften zu Kriminellen oder Terroristen gemacht werden. Ohne Zweifel braucht es Wege, den geflüchteten Menschen ein Ankommen und damit eine Integration in die bestehende Gesellschaft zu ermöglichen. Das ist herausfordernd, aber weder unmöglich noch bedrohlich. Als bedrohlich kann man hingegen sehen, dass die Werte, auf die unsere Gesellschaft beruht, käuflich sind. Flüchtlinge zu schützen ist nicht nur eine Selbstverständlichkeit, sondern auch unsere humanitäre und völkerrechtliche Verpflichtung. Und diese Verpflichtung darf keiner Kosten-Nutzen-Rechnung unterliegen. Viele sind tatkräftig, motiviert und qualifiziert, wollen lernen, arbeiten und teilhaben. Arbeitsverbote, fehlender Deutschunterricht, Sachleistungen statt Bargeld und Unterbringung in abgelegenen Flüchtlingsunterkünften, wie es die CSU derzeit fordert, erschweren jegliche Eigeninitiative. Je früher Flüchtlinge Zugang haben zu Deutschkursen, Ausbildung, Qualifizierung und Arbeit, desto schneller gewinnt unsere Gesellschaft auch wirtschaftlich. Stattdessen hetzen etablierte Parteien und die großen Medien gegen wirtschaftlich Benachteiligte, Flüchtlinge und den Islam und geben so den Rassisten eine Steilvorlage für ihre Ansichten, welche schlicht alles Fremde ablehnen,
das eigene Volk durch Überfremdung in Gefahr sehen. Meine Flüchtlinge wollen uns etwas wegnehmen und sich das Fremde und Unbekannte schlicht nicht vertraut machen wollen. Alle rechten Gruppen sehen die Zuwanderung als Hauptproblem und lenken somit von den realen Problemen unserer Gesellschaft ab und deren Ursachen. Solche Menschen und solche Ansichten sind der Nährboden, aus dem Gewalt wächst. Ich sage Ja zu menschlichen Werten und Ja dazu, zu helfen, wenn Not ist. Und von diesem Ja hängt die Zukunft ab. Wir müssen andere Leute respektieren und das nach außen weitertragen. Man soll seine eigene Meinung nicht aufgrund der Massen bilden. Wie sollen wir jemals eine friedliche Gesellschaft haben, wenn jeder einen Schuldigen sucht? Wenn man mit seinem Hass gegen ganze Nationalitäten und Ethnien ankämpft, anstatt jeden Menschen einfach als Mitmenschen zu sehen. Lasst uns nicht Kategorien schaffen, wie Deutsche, Türken, Griechen, Syrer oder sonst was, sondern jeden einfach als seinesgleichen anerkennen. Wir wollen ein Zeichen gegen den Rechtsruck und den immer häufiger werdenden rassistischen Angriffen und Terror setzen, gegen das Erstarken der AfD und gegen die vielen brennenden Flüchtlingsheime. Wir wollen auch darauf aufmerksam machen, welche Rolle der Staat und die regierenden Parteien dabei spielen. Der Hass der Rechten wird uns nicht zum Schweigen bringen. Es geht um Menschenleben, die jeden Tag geopfert werden. Jeder Einzelne hat es verdient, in Frieden zu leben. Wir müssen Fluchtursachen bekämpfen und uns gegen jede weitere Asylrechtsverschärfung wenden. Klar ist auch, dass wir uns angesichts der Lage in den Herkunftsländern entschieden gegen die bürgerliche Rhetorik der sicheren Herkunftsländer, wie es zum Beispiel bei Afghanistan der Fall ist, wenden müssen. Nicht Geflüchtete gehören bekämpft, sondern diejenigen, die Menschen in die Flucht treiben. Stellen wir uns gegen diejenigen, die hilfsbedürftige Menschen gegeneinander auszuspielen versuchen und gegen zunehmenden Faschismus, Rassismus und Nationalismus. Und packen wir es gemeinsam an, Altes und Neues in unserer Gesellschaft zu verbinden und füreinander einzustehen. Jetzt ist die Zeit für Solidarität und Menschlichkeit. Ein Angriff auf einen ist ein Angriff auf uns alle. Hoch die internationale Solidarität. Vielen Dank. Und jetzt sagt die Kerstin oder du oder meine Mom noch was. Ja. Zum Abschluss hat uns die, unsere Oberbürgermeisterin Katha Seidel noch ein Grußwort zukommen lassen. Das lese ich noch vor und dann dürfen wir auch alle ins Warme. Liebe Ansbacherinnen und Ansbacher, Ansbach steht für eine offene und diskriminierungsfreie Gesellschaft. Gerade auch im Zusammenhang mit der Flüchtlingswelle haben die Ansbacherinnen und Ansbacher mit ihrem vielfältigen ehrenamtlichen Engagement gezeigt, dass Rassismus und Fremdenfeindlichkeit bei uns keinen Nährboden finden. Die Unterstützung, Menschlichkeit und Willkommenskultur der Bürgerinnen und Bürger haben mich überaus beeindruckt. Und auch nach dem schrecklichen Anschlag am Rande der Ansbacher Open haben die Menschen in Ansbach an dem eingeschlagenen Integrationskurs festgehalten. Für eine gelingende Integration setzen wir uns daher auch aktuell nach Kräften ein. Jegliche Form von extremistischer Gewalt und Fremdenhass haben in unserer Stadt keinen Platz. Von Herzen Dank an alle, die sich für Menschlichkeit und Toleranz engagieren. Ihre Katha Seidel. Ja, ich würde sagen, dann mache ich gleich den Abschluss. Also vielleicht wird die Trommelgruppe zum Abschluss dann nachher nochmal ein Lied für uns spielen. Ansonsten bedanken wir uns von Ansbach Ungedacht an alle, die jetzt gekommen sind und auch bei dem schlechten Wetter hier ausgeharrt haben und gefroren haben. Natürlich auch an alle Redner, die uns heute unterstützt haben und an alle, die uns ansonsten ja auch ja, unterstützt haben, noch einen geholfen haben. Ja, Dankeschön.
schön. Ja, genau. Also, hiermit beenden wir offiziell die Kundgebung.